Gestern ging es ja um die Seite 1 der Anlage Kind, heute sind wir bei der Seite 2. Und zwar die Anlage Kind für Kinder, die im Steuerrecht anerkannt sind und sozusagen steuerlich geltend gemacht werden können. Heute auf der Seite 2 geht es natürlich hier um Krankenpflegeversicherung, Übertragung der Kinderfreibeträge und ähnliches. Also, mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Kommen wir gleich direkt zum Thema. Kranken- und Pflegeversicherung. Wer sein Kind mit versichert hat, der kann natürlich hierfür sozusagen auch die Kranken- und Pflegeversicherung übernehmen, beziehungsweise ist meistens einfach mitversichert. Da gibt es natürlich von den meisten Kranken- und Pflegeversicherern auch hier eine extra Bescheinigung, die meistens unter den 30 Seiten, die er jedes Jahr bekommt, ganz einfach mit dabei steht, das Kind XY ist hier mit versichert. In diesem Zusammenhang einfach hier dann eintragen, von mir uns getragene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Da müsst ihr eintragen, wie viel hier sozusagen geleistet wurden und natürlich und wie viele dann hier sozusagen auch gezahlt wurden, Krankenpflegeversicherung getrennt. Aber wichtig natürlich auch wieder hier, wenn was erstattet worden ist, wie es hier steht, dann darf das natürlich nicht abgezogen werden, denn es gilt natürlich hier das sozusagen das Prinzip, nur wenn du was wirklich geleistet hast, dann darfst du es auch abziehen. Und Erstattungen sind ja sozusagen Rückflüsse, die dir zurückgekommen sind. Auch hier gilt natürlich wieder, dass steuerfreie Zuschüsse oder Erstattungen sind natürlich hiergegen zu rechnen. Kommen wir aber jetzt zum Hauptteil dieses Videos und zwar Übertragung des Kinderfreibetrags. Klassisch hier auf Oma, Opa oder natürlich auf den geschiedenen Ehegatten. Gehen wir es schrittweise durch. Ich beantrage den vollen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- und Ausbildungsbedarf, weil der andere Elternteil zumindest 75% seiner Pflicht zum Unterhalt nicht nachgekommen ist oder hier mangels Leistungsfähigkeit nicht davon betroffen ist. Das ist sozusagen eigentlich einer der häufigsten Fälle, dass zwar Unterhaltspflicht von dem geschiedenen Ehegatten besteht, aber wenn er dieser nicht nachkommt, dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit, hier den Kinderfreibetrag vollständig auf euch zu übertragen und natürlich auch den Betreuungsfreibetrag, weil dann habt ihr hier das volle Steuersparpotenzial. Aber ihr habt natürlich keinen Unterhalt, also dementsprechend ist es jetzt die Frage, was hier die bessere Lösung ist. Aber wie gesagt, dann hier die Möglichkeit besteht. Wenn ihr jetzt hier die Frage 40 mit Ja beantwortet habt, dann ist es natürlich hier entscheidend, dass ihr auch hier dann den Zeitraum angebt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Januar und im Februar seine Unterhaltspflicht zu 100% erfüllt hat, aber dann nicht mehr, dann wäre wie gesagt hier das Ganze auch noch zu melden und dann würde das Ganze sozusagen weitergeleitet werden. Auch hier vollen Freibetrag für den Betreuung- und Erziehungsfreibetrag sozusagen zu übertragen, ist auch möglich. Das ist wie gesagt hier wichtig, dass ihr das auch macht, weil das sind weitere 2640 Euro. Wie gesagt, Betreuungsfreibetrag 2640 Euro und natürlich hier auch noch die Änderung. Der Kinderfreibetrag wurde von 2018 4788 auf 4980 Euro erhöht. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, was auch häufiger vorkommt ist, und zwar bei Großeltern und Stiefeltern und ähnliches oder eben auch bei Schwiegereltern, dass hier die Möglichkeit besteht, die Freibeträge auf diese zu übertragen. Auch hier, wie gesagt, die Möglichkeit besteht und ist vor allem manchmal auch sinnvoll, wenn zum Beispiel die Großeltern oder die sozusagen Personen mehr Einkommen haben, dann würde hier die Möglichkeit bestehen. Aber wie gesagt, hier einfach mal prüfen und natürlich vielleicht in diesem speziellen Fall, vor allem weil es natürlich hier auch um das Unterhaltsrecht geht, sozusagen, weil ja der zum Beispiel der andere Ehegatte nichts zahlt oder ähnliches, vielleicht mal mit einem Steuerberater, Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen, welche Möglichkeiten hier bestehen und dann das Ganze durchziehen. Kommen wir aber zum nächsten Punkt und zwar damit verbunden natürlich auch oftmals der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Ich habe schon ein sehr ausführliches Video dazu gemacht und zwar 1908 Euro und natürlich dann auch noch 240 Euro jeweils für jedes zweite Kind obendrauf. Diese bekommt ihr dann pro Jahr. Und dieser Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist an sehr viele Bedingungen geknüpft. Da, wie gesagt, habe ich schon ein sehr ausführliches Video gemacht. Am besten das anschauen, weil da gibt es natürlich sehr viele Änderungen und natürlich auch sehr viel Detailwissen. Was natürlich da schon, also der neue Lebensgefährte ist ja schon schädlich, wenn dieser über 18 ist, was natürlich der neue Lebensgefährte natürlich sein sollte. Aber wie gesagt, auch hier gibt es natürlich der springende Punkt, dass hier immer wieder sehr viele Fallen auftreten und sich da auch sehr viele Alleinerziehenden oftmals, sag ich mal, wirklich selbst dann eilegen, weil natürlich der andere Lebensgefährte zum Beispiel hat einfach seine Steuererklärung abgibt, sagt, ja, ich wohne jetzt da und dann stellt er das System fest, okay, da wohnt aber auch der
Wohnt ihr vielleicht in derselben Wohnung? Ja, wir wohnen in derselben Wohnung und auf einmal ist der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende weg. Also dementsprechend auch hier wirklich aufpassen mit den Wohnungen und Ähnliches, weil nicht, dass ihr euch, wie gesagt, hier Probleme macht. Natürlich müsst ihr es natürlich alles sauber und ordentlich angeben und ihr müsst natürlich hier auch angeben, ob eine weitere Person mit euch im Haushalt lebt. Denn wenn sie das tut, dann habt ihr, wie gesagt, keinen Anspruch mehr auf Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Ein Freibetrag, der oftmals vergessen wird, ist der Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs, und zwar, wenn das Kind auswärtig in Ausbildung ist und über 18. Das sind auch hier 924 Euro, die pro Jahr möglich sind. Also hier, wie gesagt, lohnt sich es auch nochmal, das Ganze anzugeben. Das zählt hier zu den sogenannten außergewöhnlichen Belastungen und natürlich dementsprechend einfach mit angeben. Wie gesagt, häufig der Fall, wenn die Kinder auswärtig studieren, also zum Beispiel, jetzt sage ich mal, klassisches Beispiel, irgendwie in Regensburg studiert das Kind und kommt ursprünglich aus Cham oder irgendwo aus Hof oder vielleicht aus Berlin und studiert hier in Regensburg. Dann ist es, wie gesagt, so, dass hier dann diese 924 Euro von den Eltern abgesetzt werden können. Das war es also jetzt mit der Seite 2 zur Steuererklärung 2018 zur Anlage Kind. Wenn du das erste Mal da warst, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken. Schau auch auf Facebook und Instagram vorbei. Mein Name ist Roland und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.